Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Ostriff und mir, eurem lieben Zigo, Dankeschön fürs Einschalten. Und die Linie ist weg. Nach einem Neustart ist die Linie weg. Wunderbar. Ja, wir sind soweit, dass wir uns für den Winter vorbereiten. Wir haben eine Farm mit 3 Feldern, die alle, ja, denke ich dann, sehr bald wieder bepflanzt werden, halt nach dem Winter. Schätze ich mal. Wir sind jetzt im September, da wird nichts mehr wachsen, aber wir haben einige Häuser und haben eine Schmiede, das heißt, da steht soweit alles Notwendige. Wir bauen auch derzeit fleißig unsere Town Hall. Das sind im Übrigen Nägel. Wie ihr seht, 200 Nägel und hier sind Kisten abgeliefert worden. Das heißt, alles, was mit Werkzeugen und kleineren Objekten zu tun hat, wird halt so als Transportkiste dargestellt. Dann folgen hier Bretter und sehr bald dann auch andere Ressourcen. Die Town Hall, die wir jetzt errichten, ist vor allem dafür da, dass wir uns um die Steuern kümmern können. Jetzt wird wieder Holz geliefert. Sehr gut, weil dann können die Pfosten eingetragen werden. Ja, wunderbar. Sehr schön. Wenn das gleich fertig ist, werde ich danach direkt das Handelsdepot bauen. Und dann wäre eigentlich auch der nächste Punkt, einen Fischer zu bauen fürs nächste Jahr. Wir haben auch eine Schweinefarm, die möglich wäre. Wir haben auch, soweit ich weiß, eine Chickenfarm, also eine Hühnerfarm, die dann Eier bringt und auch Hähnchenfleisch, soweit ich das weiß. Das ist sehr, sehr sinnvoll und praktisch. Der Baum hier, wenn der groß ist, sieht das, glaube ich, richtig schick aus hier an diesem Ding. Und hier unten die diese Seite hier müssen wir mal gucken, dass wir die auch ein bisschen, hier wächst ja auch ein Baum, dass wir das ein bisschen mit ein paar Büschen noch verzieren. So. Und auch hier unten könnte, glaube ich, einfach eine Bank ans Wasser. Falls dann doch mal ein paar Dorfbewohner gerne mal den ein oder anderen relaxenden Zeitpunkt suchen. So, wie sieht's hier aus? Es fehlt zurzeit an Waren, die jetzt erstmal wieder reinkommen müssen. Vor allem Lehm für die Wände. Aber halt auch Holz, ne? Ich guck mal. Oh, wir haben ja sehr viele Bretter. Das sollte nicht das Problem sein. Es gab ein bisschen, die Infos, dass sich das Mikro, was ich benutze, zurzeit nicht so gut anhört. Das stimmt. Und ich bin der Meinung, es liegt nicht am Mikro, sondern am Mischpult. Da habe ich schon ein neues geholt. Das heißt, das werde ich in der nächsten freien Möglichkeit werde ich testen, ob sich die Qualität dann auch verbessert. Da noch kurz etwas Geduld. Ich muss halt alles neu einrichten und verstehen. Es ist ein anderes Mischpult. Und dann erst hoffe ich, dass ich das in den Griff kriege. Ich hoffe auch, dass heute dann die Sprachqualität halbwegs in Ordnung ist und euch nicht stören sollte. Danke für die positive Resonanz überhaupt bei den letzten Folgen, das war super. Und ich kann nur Danke sagen. Also wenn ihr nur einen Bauarbeiter hier ranlasst, dann
tut sich wahrhaftig nicht viel beim Bau. Wir sind nämlich schon Mitte Oktober und die Halle ist immer noch nicht fertig. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir den Trading Post auch fertigstellen können, aber den können wir dann natürlich im Winter bauen. Auch wenn das für unsere Leute natürlich etwas anstrengender ist. Naja, die Leute nutzen das sogar sehr schön, oder? Sehr schön. Wirklich schön. Es ist im Übrigen auch Herbst. Die Blätter verfärben sich. Das ist immer wieder herrlich zu sehen, sowas. Ich finde das sehr cool. Ja, perfekt. Und hier können wir jetzt mit der... Oh, wir können hier unten Bilders feststellen. Okay. Economy. Oha, neue Übersicht. Schöner gemacht. Verstehe. Okay, wir sollten... Wenn wir es anpassen wollen, auch einen kleinen Marktstand bauen. Und das Zentrum hier bietet sich da eigentlich sehr gut an. Und der bietet, also wir haben zurzeit ja nur die Kartoffeln, soweit ich das weiß. Und zwar nicht so viele, ne? 15,6 ist nicht viel. Deswegen bauen wir jetzt auch den Trading Post, um vielleicht ein bisschen an Nahrung zu kommen. Man kann immer noch keinen Jäger bauen. Das habe ich gehofft, dass das bald möglich wäre. Ich hoffe das immer noch. Dass wir sehr bald einen Jäger errichten können. Erstmal möchte ich den hier setzen. Der Trading Post ist ein recht großes Gebäude, wie ihr seht. Viele Ressourcen werden benötigt. Ich glaube auch nicht, dass wir genug Nägel dafür haben. Wir haben im Übrigen auch Migration auf an. Wir haben hier 10, hier seht ihr es, 10 Eisen sind noch verfügbar. Migration ist an, das bedeutet, wir erlauben Zuwanderung, wenn wir Häuser haben, dementsprechend. Das heißt, nach dem und dem Fishing Dock können wir auch noch ein weiteres Wohnhaus mal setzen. Da bin ich fast am Überlegen, ob wir das dann... Ihr seht doch, die Wege haben sich hier schon selbst erstellt. Ich denke, diese Bäume hier werden hier bald entfernt. Das ist so der Stadtbereich in der Mitte. Da muss man mal schauen, was wir da machen. Vielleicht lege ich auch einen Park an, eine Grünanlage. Wir haben ja noch viele Produktionsgebäude. Und die nächsten Farmen. Hier wird auch eine große Farm hinkommen. Und hier oben auch. Viel transportiert. Nägel wurden noch nicht geliefert. Ah, wir haben auch keine mehr. Da hat man es gesehen. Das heißt, wir brauchen tatsächlich einen Schmied, der dann doch Nägel herstellt. Und der geht jetzt hier los und holt sich hier Eisen raus. Da geht er hin.
und verbringt alles an Eisen da rein, damit erstmal Nägel hergestellt werden können für eben Trading Post. Unser Handelsgebäude, welches halt so noch nicht fertiggestellt werden kann. Ich hoffe natürlich, dass die Nahrung reicht an Kartoffeln über den Winter. Trinkwasser ist da, Kartoffeln. Und das war es auch. Ach ja, und ich habe eure Reihenfolgen gesehen. Wie ihr Felder anlegen würdet, das setze ich dann, sobald ich einen Manager habe, dementsprechend auch um. So ja, genug Eisen ist da. Dann kann meines Erachtens die Arbeit eigentlich losgehen. Oh, erstmal Eisen hingetragen, war ganz schwer. Er wohnt hier, der Schmied wohnt dort. Ah, er bringt immer noch mehr Eisen rein. Haben wir einen zweiten Mal eingestellt, dass hier nicht nur Eisen reingebracht wird, sondern dass auch mal ein paar Nägel hergestellt werden. Ach, Holzkohle wird benötigt, sehe ich gerade. Moment. Das wird aber hoffentlich nichts dazu kosten. Holzkohle. Alles klar. Da kann ich natürlich lange warten. Jetzt wird hier Holz hingebracht. Das ist neu. Und das wird dann angesteckt. Ich weiß nicht, ob er ein Feuer animiert hat. In der neuesten hier, ob man da Feuer sieht. Wie viel Holzkohle da wohl benötigt wird? Also wie viel Holz allgemein? Ich denke 100. Ich kann mir gut vorstellen, dass 100 gebraucht wird. Ja. Ach ja. Dann haben sie das anscheinend jetzt abgedeckt. Von allen Seiten mit ein bestimmtes Material, was ich jetzt nicht zuordnen kann. Das wird mit Holzstäben gehalten und innen drin brennt jetzt tatsächlich das Holz ab und es entsteht Holzkohle. Das dauert jetzt sogar ein bisschen. Ja, cool. Okay. Wir sind im November. Bald haben wir dann auch den ersten Schneefall, schätze ich. Wachsen hier gerade neue Bäume? Oder sind das... Oh ja, hier wachsen sogar tatsächlich neue Bäumchen. Sehr gut. Und es fängt an zu schneien. Ich stelle mal auf reguläre Geschwindigkeit bei diesem Schnee. Bei diesem ordentlichen Schneetreiben. Und dann sehen wir uns jetzt mal für alle die, die es nicht kennen. Aber auch für mich war das, fand ich immer sehr schön. Schauen wir uns jetzt an, wie es aussieht, wenn der Schnee liegen bleibt. Der bleibt nämlich gleich liegen. Da sieht man schon eine Veränderung, ich weiß gar nicht. Ja, ja. Merkt ihr das? Es wird dichter alles. Auch hier oben liegt Schnee drauf auf dem Dach, auch hier. Der See ist, glaube ich, noch nicht zugefroren. Aber ihr seht, es bleibt langsam liegen.
Und es ist unglaublich schick gemacht, dass man diese Veränderung des Bodens jetzt gar nicht so stark mitbekommt, wenn man im laufenden Betrieb spielt. Und auf einmal denkt man, ach Moment, jetzt liegt ja hier Schnee. Ich denke, der Schritt von grün. Oh, jetzt friert doch, glaube ich, gerade der See zu. Jetzt friert auch gerade der See zu. Ich mache noch mal ein bisschen schneller. So, gleich ist es dann richtig zugeschneit. Ich denke, jetzt könnte man es als zugeschneit bezeichnen. Und der See ist auch gefroren. Trotzdem sollte man sich nicht rauswagen. Cool wäre jetzt natürlich gewesen, wenn hier drumrum frei ist. Und ja, gut, das hat er noch nicht gemacht. Das hat auch geschrieben, dass die Vegetation schneetechnisch noch nicht angepasst ist. Auch diese, weiß nicht, Pinien, was sind das? Ja, Pine Tree ist eine Pinie, oder? Ja, müsste. Die, ja, sind halt sehr grün, ne? Und hier drumherum müsste jetzt, wenn es so warm ist, müsste ein bisschen was freiliegen, finde ich. Ist bestimmt warm, also es dämmt bestimmt nicht so gut, dass da einfach Schnee liegen bleibt. Die Leute an sich haben jetzt hier gerade nicht mehr so viel zu tun. Was wir halt, wie gesagt, hoffen können, ist, dass die Kartoffeln ausreichen werden. Die werden auf jeden Fall hier verkauft. Und wenn sie hier verkauft werden, heißt das automatisch, dass wir Einnahmen generieren, ein bisschen. Früher konnte man einen Trick machen, indem man die Einnahmen und aber auch die Renten runterstellt, dass man einfach lebt, ohne dass Geld eine Rolle spielt. Dass unser Income ist halt wirklich geringer als die Ausgaben. Muss man mal schauen. 2,50 und 1 geben sie ab. Das heißt, 1,50 verdienen sie und das könnten sie für Essen ausgeben. Da wir aber nur Kartoffeln haben, bringt uns das nicht wirklich viel. Deswegen gehen wir mal auf 2 hoch. Dann ist jetzt der finanzielle Unterschied nicht ganz so schlimm und es sinkt nicht so schnell. Der Rest kann verwendet werden, damit sie Kartoffeln kaufen. Ich kann sogar sagen, dass die Marktpreise auf 50% runtergehen. Wenn sie dann Kartoffeln kaufen sollten. Ja, müssen sie nicht so viel ausgeben. Wir beschleunigen mal komplett, weil es ist Winter. Ich mach mal so. Ja. Und wenn der Dezember dann um ist und wir Nägel produzieren können, weil ja dann auch Holzkohle erstellt wurde. Ich glaube, es ist sogar Holzkohle jetzt fertig, oder? Ja. Hier, es wurde geöffnet. Im Schnee wurde es geöffnet. Und hier wurde auch schon anscheinend wurden Metal Parts hergestellt und daraus dann schlussendlich, weiß nicht, Nägel? Kann das sein? Müssen wir mal schauen. Wir haben nicht mehr. Guck grad, ob wir mal so den Smeed.
Schmied-Sound, so. Smeech-Sound. Den Smeech... Den Sound, also den Ton fürs Herstellen mal mitkriegen. Aber ich glaube, entweder wurde der rausgenommen oder... Auf jeden Fall wurde jetzt produziert, weil Nägel hergestellt werden. Das ist schön. Es kann auch sein, dass diese ganzen Geräusche, Bau- und Schmiedgeräusche halt auf den Zeiger gingen, wenn man zu schnell gestellt hat. Hat man ganz durchgehend den gleichen Ton gehört. Vielleicht soll man den auch nicht mehr hören. Ja, tatsächlich, der ist raus. Man hört den Schmiedton nicht mehr. Okay, aber hier hinten stellt er Nägel gerade her, die dann Verwendung finden werden im Bau des Marktplatzes, also des Handelsgebäudes, was am Marktplatz dran ist, sagen wir es so. Okay, wir werden in der nächsten Folge sehen, wie das Ding fertig wird. Wir werden sehen, wie wir hoffentlich das nächste Haus bauen und den Fischer. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute mit diesem Blick an den Hütten vorbei. Auf den baldigen Marktplatz im Schnee sage ich mal tschüss.